25 Jahre Deutsche Einheit. 25 Jahre Sachsen-Anhalt. Zu diesem Jubiläum luden am 1. Oktober 2015 der Landtag von Sachsen-Anhalt und die Landesregierung zu einem Festakt in die Händelhalle der Stadthalle. Landtagspräsident Detlef Gürt begrüßte die über 800 Gäste. Aus dem Herbst 1989 wurde ein Frühling. Es war der Frühling des Aufbruchs. Ein Frühling des Aufbruchs in die Freiheit, die wir vorher nicht hatten. Eine Freiheit, die sich das Volk selbst genommen hat. Für unsere Feier werden diejenigen, für die wir heute arbeiten und in denen wir dann die Verantwortung übertragen werden, in wenigen Jahren, werden wir die Kinder und die Jugendlichen mit einbinden und stattfinden lassen. Diesem Gedanken folgend sprachen 7 Schüler aus verschiedenen Regionen Sachsen-Anhalts ihre Glückwünsche aus. Damit jedoch all diese wirklich in Erfüllung gehen, braucht es etwas Besonderes, das unscheinbar, aber unverzichtbar ist. Deshalb wünsche ich dem Land Sachsen-Anhalt für die Zukunft auch weiterhin eine lebendige Demokratie, Toleranz, Meinungsfreiheit und ein freundliches Miteinander, sowie Menschen, die bereit sind, sich dafür zu engagieren. Im Anschluss an die Glückwünsche der Jugend richtete sich Ministerpräsident Dr. Rainer Haseloff an das Publikum. Er ging in seiner Ansprache auch auf die Bedeutung des 3. Oktober 1990 für die jüngere Geschichte des Landes Sachsen-Anhalt ein. Die Wiedervereinigung brachte Freiheit und Einheit für alle Menschen in Deutschland. Ließe sich auch sonst über diesen 3. Oktober 1990 nichts sagen. Allein das würde ihn zu einem ganz großen und stolzen Tag unserer Geschichte machen. Für Sachsen-Anhalt war dieser Tag eine Wiedergeburt. Nach abermals 25 Jahren wollen wir eine der modernsten Regionen Europas, ein Zugpferd unter den deutschen Ländern sein. Dafür lohnt es sich zu arbeiten. Den Höhepunkt der Veranstaltung bildete die Festrede von Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel. Rückblickend lobte sie die Entwicklung des Landes Sachsen-Anhalt in den vergangenen 25 Jahren. Insgesamt kann man sagen, dass die wirtschaftliche Entwicklung des Landes Sachsen-Anhalt gut vorangekommen ist. Die Wirtschaftskraft hat sich seit 1991 mehr als verdoppelt. Die Lage auf dem Arbeitsmarkt hat sich spürbar verbessert und die Lebensqualität ist hoch. Hier kann man sich mindestens genauso gut fühlen wie anderswo in Deutschland. Hinter allen Fortschritten stecken viele Aufbrüche im Kleinen und im Großen. Und ich möchte allen danken, die seit 1990 beim Neuanfang mit angepackt haben, die Risiken eingegangen sind und die an verschiedensten Stellen letztlich dazu beigetragen haben, Sachsen-Anhalt zu dem zu machen, was es ist, ein lebenswertes Land. Für den kulturellen Rahmen sorgten die musikalische Begleitung der Staatskapelle Halle Saale und ein Auftritt der Händelkinder aus der Kindertagesstätte Juri Gagarin Halle.